Hey Leute, der Sturm geht weiter. Josie verschüttet beim Tischkickern etwas Wasser auf ihrem Shirt, woraufhin Paul ihr seinen Pullover leiht. Am nächsten Morgen trifft Constanze auf Josie, die noch immer den Pullover trägt. Daraufhin ist Josie peinlich berührt, Constanze hingegen zählt 1 und 1 zusammen und stellt Josie zur Rede. Christoph und Paul stolpern über eine ungewöhnlich hohe Rechnung, die Werner für eine Beratung erhalten hat. Als Christoph der Sache auf den Grund geht, macht er eine interessante Feststellung, die er sich kurzerhand zunutze macht. Robert sieht ein, dass es nicht fair ist, Lias Glück im Weg zu stehen, und gibt sie schweren Herzens frei. Auch entschuldigt er sich bei Erik für sein Verhalten. Nach dem Vorfall hat Lia jedoch das Gefühl, die Leichtigkeit im Flirt mit Erik verloren zu haben. Kurz darauf lockt dieser sie unter einem Vorwand zum Gestüt. Paul macht Christoph auf eine ungewöhnliche Buchung aufmerksam. Shirin macht Henning klar, dass es mehr braucht als seine billigen Ausreden, wenn er sie nicht verlieren will. Im Gespräch mit Rosalie gerät Henning daraufhin ins Grübeln. Wenig später gesteht er Shirin, wie es wirklich in ihm aussieht, und bittet sie noch einmal um Verzeihung. Lia und Erik machen einen romantischen Bootsausflug. Vanessas Nervosität vor der deutschen Fechtmeisterschaft steigt immer weiter an. Max möchte ihr beistehen und auch Gary plant vorfreudig, sie von der Tribüne aus anzufeuern. Doch Vanessa muss den beiden ein Geständnis machen. Christoph erpresst Werner, damit der seine Idee unterstützt. Doch mit was? Constanze nervt es, dass Josie ständig um Paul herumwirbelt. Kurz darauf bemerkt sie, dass Josie in ihn verliebt ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.